Und nicht nur die Schlussminuten hatten es in sich, auch die Anfangsphase gleich ereignisreich. Wir springen also direkt rein in die Partie der Schanzer gegen die Kleeblätter, führt in Weiß mit dem Freistoß. Das ist eine Sache für Kevin Guerra. Der Ball wird länger und länger. Tor! Das gibt's doch gar nicht. 1:0 für die Kleeblätter. Keiner mehr dran. Schönes Tor, so konnte es weitergehen. Auch auf der Gegenseite Freistoß. Hier ist aber Kowalewski im vierten Tor zur Stelle. Führt dann in der 35. Minute wieder über Guerra. Wieder der Ball, lange unterwegs. Wieder Tor! 2:0 führt Guerra bis jetzt mit einem Sahnetag. Diesmal der Ball aber noch leicht abgefälscht und deswegen schwer zu halten für Florian Schweiger, der aber natürlich bei beiden Gegentoren sehr unglücklich aussieht. Weiter geht's in Durchgang 2 und der sollte noch turbulenter werden als der erste. Hier zieht Iheanacho das Foul, Schiedsrichter Johannes Hamper zögert keine Sekunde, 11 Meter. Aus unserer Perspektive schwer zu erkennen, aber Iheanacho macht das da natürlich clever. Der fällige Strafstoß, eine Sache für Stefan Buchner. Der verwandelt souverän, Ingolstadt wieder dran. Doch 6 Minuten später dann diese Szene. Madra frei durch. Nur noch Schweiger vor sich und dann bringt er ihn zu Fall. Wieder zeigt Johannes Hamper auf den Punkt bei Betrachtung dieser Bilder vollkommen zurecht. Madra trat selbst an und verwandelte sicher die Aufholjagd der Schanzer eigentlich im Keim erstickt. Aber die Ingolstädter belehrten uns eines Besseren. Kam nochmal über Iheanacho und den eingewechselten Christoph Fenninger. Nur noch 2:3 aus Sicht der Hausherren. Ging da etwa noch etwas? Jetzt 88. Minute, Freistoß. Und der Ball nicht im Tor, aus Netz. Ingolstadt warf jetzt noch einmal alles in die Waagschale. In der 90. Minute wurde es dann kurios. Wieder ein langer Ball in die Spitze. Kein Problem für Kowalewski. Den hat er sicher. Lässt sich Zeit beim Abschlag. Aber was macht er denn da? Der Ball weg. Ingolstadt nochmal mit der Chance. Der Ball kommt zu Amari. Sami Amari. 3:3. Wahnsinn. Was ein Spiel. Amari tanzt da 3 Gegenspieler aus und setzt den Schlusspunkt auf eine turbulente Partie. Nach dem Spiel fiel das Fazit gemischt aus. Jetzt bei uns die Trainer im Interview. Ja, wir haben in den letzten Wochen nicht ganz so ordentlich performt. Deswegen ist es natürlich für eine ganz junge Mannschaft sehr schwierig, wenn man nach 6 Minuten schon in Rückstand gerät. Trotz alledem haben wir in der Halbzeit nochmal alles mobilisiert, umgestellt auch auf 2 Spitzner und ja, auch unser Spiel ein bisschen verändert, mit vielen langen Bällen agiert und ja, hat Gott sei Dank dann noch die verdienten Früchte getragen. Ja, mit Sicherheit haben wir ein sehr ereignisreiches Spiel gesehen. Für uns natürlich aus unserer Sicht sehr enttäuschend, dass wir hier kurz vor Schluss 3:1 geführt haben und dann nur mit einem Punkt nach Hause fahren. Ich denke, kämpferisch haben wir eine gute Leistung abgeliefert, haben ein interessantes Spiel gesehen. Aber letztendlich, wenn man 3:1 führt, will man das Spiel natürlich gewinnen. Von daher fahren wir heute enttäuscht mit einem Punkt nur nach Hause.